Tag zusammen und willkommen zurück zu Skyrim, unsere aktuell sechste Folge. Fuck, was ist das denn hier? Zocken, okay, so. Ich habe den Timer eingestellt gerade. Eben hatte ich außerdem die Stoppuhr angemacht, nicht den Timer. Wir haben gerade den höheren Draugerfürst besiegt. Haben wir schon alles gelootet? Ja, ich glaube schon, ne? Alter, warum ist das so ruckelig hier? Okay. Ich hätte mal neu starten sollen. Wenn ich, dann läuft schon wieder ein paar Tage durch, ey. So, also wir müssen jetzt hier wieder raus. Alter, das ist wirklich ein bisschen ruckelig. Steht ab, ey. Ich habe jetzt einen Tag nicht gespielt. Heute ist der 26. Dezember. Einen Tag nicht gezockt, aber ich weiß immer noch, was abgeht so ungefähr. So, gehen wir raus hier. Also ihr werdet sicher merken, einige Sachen kenne ich schon auswendig. Also da brauche ich nicht rätseln oder so. Weil ich das schon gemacht habe. Alter, jetzt habe ich 60 Frames. Eben gerade hatte ich irgendwie ruckelige, komische Frames. Oh, guck mal da. Eine Kiste. Das ist eine Kiste. Oh, 57 Gold, Alter. Hier kommt es, nehmen wir mal alles mit hier. Das ist bestimmt wichtig. War hier jetzt irgendwas? Nee, okay. Okay. So. Ja, wie gesagt, einen Tag nicht gezockt. Heute geht's wieder los. Und auch schon gesagt, unsere sechste Folge. Ich bin schon Stufe 4. Gar nicht so schlecht, du. Achso, ich hatte jetzt gesagt, ich hatte vergessen, eine Quest anzunehmen. Aber laut Martin kann ich die Quest noch im Nachhinein annehmen und auch abgeben. Jetzt muss ich nochmal gucken. Soll ich jetzt laufen oder soll ich... Ne, ich mach, schneller. Wir müssen mal ein bisschen was schaffen in den Parts. Erstmal gehen wir nach Weißlauf, nicht direkt zur Drachenfeste. Weil ich versuche, jetzt die Quest anzunehmen. Ich hoffe mal, das geht jetzt echt, ey. Martin hat gesagt, es geht. Achso, weil ich zocken gesagt habe eben gerade. Mein Timer zum Aufnehmen heißt zocken. Nur mal so als Randinfo. Ich habe ja so eine Tastatur mit Display und da kann ich ja alles möglich einstellen und da kann ich dem Timer auch einen Namen geben. Oh, es ist schon wieder Nacht. Das ist ja... Penner, pass stimmt auf, nicht dass da. Ihr nichts anzündet. Ich glaube, das war hier, ne? Ach ja, ich muss mal... Danke, dass du mir hilfst, junge Frau. Die Waffen wegstecken, weil sonst mögen die das nicht so. So, das heißt, ich muss jetzt bis 8 Uhr warten. Ja, komm, dann warte ich bis kurz vor 9. Sonst müssen wir noch 10 Minuten warten. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Los, los, los! 6, 7, 8:50 ist es jetzt. Und? Willst du mich verarschen? Es war aber, glaube ich, hier. Ich glaube, das war dieses Haus. Mach mal auf jetzt! Warum schläft denn der so lange? Ey, Wache! Der pennt noch! Helgen! Von einem Drachen vernichtet! Ja. Das ist kaum zu glauben, bist oder? Du denn, Alter? Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Ach so, ich hab die Streiten hier, gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Ah, ja. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ach cool, der kann einen trainieren. Ich kann euch ein paar Dinge beibringen. Boah, 208, da leck mich doch am Arsch, du Ausbeuter. Wenn ihr dieses Schwert findet, ja, bringt mach es ich. Bitte zu mir. Alter! Der ist doch gerade hier vorbeigelaufen, der Typ, den habe ich doch gesehen. Oder war das meine Gemahlin Haus? Ist eine gute Frau. Das war das Haus. Manchmal ist sie vielleicht etwas stur. Wer bist du denn? Hallo? Hackst du gerade Holz? Hallo, Sigur. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Aha. War das überhaupt hier? Bei Beletor ist ja... Das ist ja der Falsche, ne? Einen Moment kurz. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr nee, das ist der Falsche. Ich glaube, das war hier gar nicht in der Stadt. Meine Fresse, ey. Da gehe ich jetzt schnell zur Drachenfeste hoch. Und ich jumpe. Nicht jumpe, sprinte. Wir müssen zur Drachenfeste. Irgendwie habe ich Bock, mich den Gefährten wieder anzuschließen. Die Zukunft! Ja, ja. Und da ist sie, meine Freunde. Die Nacht.
Die nackte Wahrheit. Ich habe jetzt mal mein Mikro ein bisschen weiter weg vom Mund genommen. Ich hoffe mal, dann bin ich nicht mehr ganz so übersteuert manchmal. Weil ich schon noch mal ziemlich reinschreie. Ich will das gar nicht, aber ich mache das automatisch. Es tut mir so leid, aber es ist so spannend. Man muss ab und zu mal schreien. Oh, meine Katze muss auch ab und zu mal schreien. Hallo. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein. Du hast die einzige, wenn du gerade Whisky getrunken hast. Hey, wo ist der Ficker? Schläft der noch? Den gehe ich jetzt aufwecken, Alter. Ah ne, ich muss jetzt zu dem Zauberer, stimmt ja. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren. Bla bla bla. Ah, der Drachenstein vom Ödsturz-Hügelgrab. Ja. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Oh Mann, ich muss dann noch einen Fuß, Alter. Ich habe den Drachenstein nun gebracht. Hier endet eure jetzt? Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, oh, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Lasst mich in Ruhe. Und wir müssen uns bei unserem Freund kümmert euch um eure eigenen Sachen. Ach, halt dein Maul. Ich muss entzaubern hier. Geholt? Entzaubern. Hier kann man nämlich auch Sachen entzaubern. Schickt mir einfach und zwar will ich entzaubern. Könnt ihr mal die Fresse halten da hinten? Ihr müsst ach ja, die Schuhe wollte ich anziehen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet. Hier, die Novizenkapuze will ich entzaubern. Okay. Ihr solltet auch kommen. Novizenrobe. Okay. Ein Drache. Novizenrobe der Beschwörung. Okay. Bald. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Oh, jetzt aufhalten. Soll ich dahin, ey. Dann mal los. Ja, los jetzt. Aber zack, zack. Hallo. Erelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Der hat sich etwa verdient, der ist abgehauen. Ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wehe, du wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ja, natürlich. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aviniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Oh, was kommt jetzt? Ich sollte mitkommen. Eisenrüstung der Veränderung. Nur zu gerne sehen. Nein. Boah, ich habe voll die Erfahrung mit Drachen. Ich habe mich einfach nur versteckt vor dem Mistvieh. So, jetzt überlege ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal in die andere Stadt. Weil das hier können wir auch später fortsetzen, glaube ich. Ja. Welche Stadt war denn das denn? War das bestimmt hier die erste? Wie heißt die nochmal? Go. Hatte ich eigentlich schon wieder Level verpasst? Kann man mal schnell nachgucken? Nein. Reisen. Und zwar war das dann nicht Weißlauf, sondern... Ah, jetzt habe ich hier einen Ort markiert, das wollte ich gar nicht. Das hier müsste das dann... Ah, das war doch nicht Flusswald, Alter. Ich kann mal gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war in diesem Haus namens Briesenheim. Achso, okay, man darf dir nicht zu nahe kommen. Oh, und man darf die Mammuts nicht angreifen, okay. Aber irgendwann kenne ich mal so einen Riesen. Ja, jetzt mach doch mal hin.
Früher war ich auch ein Abenteurer. Ja? Aber dann habe doch, ich glaube, das war hier. Und zwar hier. Handelskontor. Boah, noch ein Ladebildschirm, das kann doch nicht wahr sein, ey. Nun, ah, da ist es. Tatsache. Einer von uns muss etwas tun. Ich weiß nicht, jetzt. Was ihr gehört. Ist etwas ja, passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Moment, meint ihr diese goldene Klaue? Ihr habt sie gefunden! Das ist sie! Seltsam! Sieht kleiner aus, als ich dachte! Komisch, nicht? Ich werde sie zurücklegen, wo sie hingehört. Das vergesse ich euch nie. Ihr habt mir und meiner Schwester einen großen Dienst erwiesen. Irgendwie sind die Schatten heute ein bisschen komisch. Da liegt sie, die Klaue. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ja? Ich danke euch. Bitte, bitte. So, weiter geht's. Hier, wir können uns nicht mit den Frauen so lange beschäftigen. Wir müssen einen Drachen töten. M? Weiter, wie viel? Okay, da kann ich mich leider nicht hinporten. Dann gehe ich nach Weißlauf. Ja. Und dann flitze ich da schnell mal hin. Viel Zeit haben wir ja schon wieder nicht mehr, ey. Ist ganz schön heftig, wie die Zeit vergeht. Aber das meiste ist hier dieses scheiß Ladebildschirm, ey. Nee, ich will raus. Boah, das darf da nicht wahr sein. Lade. Lade schneller, bitte. Ich muss einen Drachen töten. Ich glaube, wir werden wieder ein bisschen überziehen. Heute. Wir haben noch gute 8 Minuten. Das ist ein Schwächling, ey. Kann ich mal ein bisschen rennen. Wirklich, ich kann auch nicht rennen, aber ich bin ja auch Zocker, ne? Er ist mein Held. Er sollte schon ein bisschen rennen können. Ab. Unbedingt ein Pferd, ey. Der kann einfach nicht so gut rennen hier. Ich weiß auch gar nicht, was ich zuletzt geskillt habe. Wenn ein Level abkommt, was soll ich denn dann skillen? Ich glaube, wir waren wieder beim Magiker, ne? Ah, ich kann es ja ausrechnen. Level 4. Das heißt, ich hatte 3 Level-Ups. Ja, dann sind wir beim Magiker. So, hier soll ich hin. Hier. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Sieht fast so aus, ja. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch. Ihr habt ja alle keinen Bock darauf, anscheinend. Hallo? Lebt hier noch jemand? Ja, da lebt noch jemand. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Rocky und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Ich hol jetzt mein Schwert raus und dann geht's los. Kynareth, rette uns. Er kommt zurück. Was? Er kommt zurück? Wo denn? Da ist er! Hallo? Er hätte nie herkommen sollen. Es ist ein Drache. Warte, wir machen mal F5. Drache, lande mal. Komm her, Drache. Au! Du Fotze. Lande doch mal. Was macht er denn, Alter? Hast du das gesehen? Du sollst runterkommen, Wichser. Ey. Oh, der hat sogar schon ein bisschen Schaden gekriegt. Ich kriege ihn nicht zu fassen. Der muss landen. Wie fliegt der denn hier rum? Aua! 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 Was ist mein Heilzauber? Nein! 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 Hilfe! Oh, leck mich doch am Arsch. Ich hab vergessen, was mein Heilzauber ist. Tränke. Scheiße, ey. Oh, hör mal auf damit jetzt. Nein, 8. Ihr seid tapfer, Balan Hokoron. So, warte mal, ich muss mal gucken. Heilung ist Nummer 3, Mann. Die Niederlage bringt mir Ehre. Verdammt, sterbt endlich. Abgerechnet wird zum Schluss, du kleiner Wichser.
Nein, 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 nein! Ficken, Alter. Oh nein, ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich bin tot. Scheiße, ey. Lol! Leute, er ist schon tot. Dovahkiin, nein! Boah, hab ich ein Schwein, Alter. Hab ich ein Schwein. Arschloch. Ist er wirklich tot? Ja, ich weiß nicht. Guck jetzt mal. Wir nehmen erstmal alles mit. Und jetzt. Leute, jetzt. Was ist das? Und das Schrei im Magie-Menü kannst du Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Ich hab ein Schrei. Ich hab ein Schrei. Machen wir gleich mal. Nein. 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 Oh Mann. Ich bin so aufgeregt. Unerbittliche Macht. Fuß! Haha. Ich fasse es nicht. Ihr seid. Ein Drachenblut. Ja. Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich denke, ihr könntet recht haben. Ja, das glaube ich auch. Ihr könnt jetzt schreien. Das kann nur eins bedeuten. Ihr müsst ein Drachenblut sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Ne, ist jetzt egal, ich gehe jetzt schnell nach Hause, gebe die Quest ab und dann müssen wir den Part auch schon wieder beenden. Hallo, wo? Wieso kann ich mich nicht dahin porten? Konnte ich doch vorhin, oder nicht? Oh, ist das behindert, ey. Schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. Boah, da habe ich aber jetzt echt Schwein gehabt, ey. Da haben die den Drachen getötet, nicht ich. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nicht zurück. Wunderbar. Ach so. Und geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Wir. Ja, das hier habe ich noch nicht ganz gecheckt. Guten Morgen. Was ist das? Guten Tag. Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Wen sucht ihr nochmal? Wir suchen nach einer Flüchtigen aus Hammerfell. Eine Rotwadone. Sie könnte irgendwo in dieser Stadt sein. Okay. Eine Rotwadone. Mir ist es egal, was ihr macht. All dem, was geschehen ist. Bla bla. Dass ihr immer so viel reden müsst, ey. Ihr seid nur am Reden. Hey, aufpassen. Halt die Schnauze. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Oh ja, ich hab einen Drachen getötet. Oh. Sie bringen es ja so, ich gehe jetzt noch rein in die Burg und dann beende ich die Aufnahme und dann nehme ich gleich die nächste Folge auf. Und da geben wir dann die Quests ab und alles. F. Oh, fuck, ich habe mein Handy nicht auf lautlos gemacht. Sorry, Leute. Aber ich nehme jetzt ich beende jetzt die Aufnahme sowieso. Ich sage danke fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim wieder. Und ich sage wie immer, bis dann. Ciao.